Ja, liebe Leute, es ist fast durch. Wir haben's. Es ist das 11. Spiel, was ich jetzt in Folge aufnehme. Es geht jetzt weiter mit dem Duell gegen Borussia Dortmund. Das DFB-Pokalfinale steht nämlich an. Wir sehen gerade, das letzte Spiel im Pokalfinale war gegen Leverkusen mit 3-0 auswärts in Leverkusen. 24,4 Millionen kriegen wir für die zweite Liga, für den Gewinn, für den fast, ja, eigentlich unerwarteten Gewinn. Wie gesagt, wir hatten zwischendurch mal einen Rückstand von 10 Punkten auf der SC Freiburg. Waren eigentlich sowas von weg aus dem Fenster. Die haben alles weggeschossen. Absoluter Liga-Primus. Das direkte Duell verloren gegen die Jungs. Es war erstaunlich, spielt überhaupt nichts für uns. Aber dann haben wir es zugelegt. Wir haben jetzt 10 Ligaspiele in Folge gewonnen. Haben dann die kompletten Punkte weggenommen. Wir haben sie im direkten Duell geschlagen mit 4 zu 2. Sie haben danach gepatzt zweimal gegen Sandhausen und gegen Paderborn. Haben tatsächlich das dritte Mal hintereinander gepatzt mit dem Duell gegen Bremen. Und damit waren wir Meister. Sie hatten ein schweres Spiel mit zwei, drei schweren Spielen. Aber seit wir sie direkt im Duell geschlagen haben, haben sie nichts mehr auf die Reihe bekommen. Gut, die haben den Abschluss jetzt gegen Hannover gewonnen. Das ist aber relativ unwichtig, weil wir unser Spiel gegen Karlsruhe mit 6 zu 2 gewonnen haben. Und wenn mich das liegt, dass De Vries gerade Spieler des Tages wird, weil Juric hat 5 Tore gemacht. Naja, wie dem auch sei, ist egal. Weiter geht's heute mit Borussia Dortmund als nächsten Gegner. Und danach ist zumindest für die zweite Saison finito. Dann konzentrieren wir uns auf die erste Bundesliga-Saison für die Spielvereinigung in Bayreuth als Aufsteiger. Und heute machen wir tatsächlich nochmal eine Pressekonferenz. Hi guys, I think we're ready for questions now. Ja, wie immer. Ja, Team ist zuversichtlich. Fakt ist, dass wir uns definitiv konzentrieren müssen. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Jut, dann hüpfen wir mal rein ins Match gegen Borussia Dortmund. Holen wir Titel Nummer 2 in die Saison. So, ich brauche diesmal nichts wirklich ändern. Kakutalua kann ich nicht einsetzen. Der fällt auf jeden Fall aus. Ich werde es so lassen, wie es ist. Ja, mal gucken, ob der auch mit in die neue Saison geht. Also ich werde wahrscheinlich viel noch in der neuen Saison an Spielern verkaufen und kaufen. Je nachdem, was da für Angebote kommen. Ich weiß nicht, was Novo hat, wo ich da für Angebote kriege. Ich weiß nicht, was Sterne noch für Angebote bekommt. Mal schauen. Da kommen bestimmt noch richtig Kohle raus. Aber ich will die eigentlich gar nicht verkaufen. Also Sterne und Novo sowieso nicht. Weil da könnte, glaube ich, keine Angebote kommen, weil die, glaube ich, schon verkäuflich sind. Es ist der Aber Punkt das Thema im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale gehen wir nicht jetzt. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Dortmund wird, glaube ich, in Schwarz spielen. Wir werden, glaube ich, in Gelb spielen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Genau so ist es. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen also Schwarz-Gelb dominiert. Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passieren wird. Das ist die Aufstellung in diesem Spiel. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1.
Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Genau so ist es. Also warum sollten wir irgendwas ändern? Das hat ja funktioniert. Morgalla muss heute schauen, dass er nicht vom Platz fliegt mal. 4 hat er ja schon gekriegt. Er sollte Tunis heute lassen. Und so tritt der BVB heute also an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das hat sich echt viel geändert auch bei den Jungs. Dalot neu, Rico neu, Bowen neu, Fekir neu, Molero neu. Wie auch immer. Auch bei Leverkusen hat sich sehr, sehr viel geändert. Die waren eigentlich hausnummer Favorit, weil, glaube ich, fast jeder Spieler von denen wertvoller war als unsere Truppe. Aber am Ende ist es eh wurscht. 11 gegen 11. Es geht los. DFB-Pokalfinale. Schaffen wir es, den Titel zu holen und nächste Saison international zu spielen? Frage oder nein? Ja oder nein? Ich weiß nicht, ob man diesmal rechnet. Aber es kann sein, dass Leverkusen nicht in der Liga so hoch war, dass die... Naja, ist egal. Versuchen wir es einfach. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann ist es halt so. Schlotterbeck, passt erstmal auf, gegen vor Novoa, dass der nicht da dem jetzt im Rücken schon wieder durchgeht. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Äußerst treffsicher ist er im Moment. 4-mal hat er in den letzten 3 Spielen zugeschlagen. Heute Perry erstmal kocht da den Außenspieler ab. Pass kommt nicht an. Can. Nabil Fekir. Alea. Alea, der kommt nicht durch. Weil da der Verteidiger, Piri, da glaube ich, aufgepasst hat. Oh, ah, die, ja, das ist es halt. Du kriegst die nicht überlaufen, da die Jungs. Jetzt zumindest stand jetzt Problem. Nicht. Lass aber einmal da vorne rein. Rico, pass gut auf. Leute, ein bisschen runtergehen mit der Erwartung jetzt, wie gesagt. Das heißt Erwartung, natürlich Erwartung ist natürlich der Pokalsieg, klar. Peters. Jetzt haben wir ein bisschen Platz mal über aus. Jetzt haben wir sie mal ein bisschen ausgespielt. Willkommen. Hereingabe jetzt. Schade, die Idee war vielleicht gar nicht so schlecht, auf Eckloff zu spielen, aber den hat man nicht durchgekriegt. Aus dem Vorteil wurde nichts, also gibt es doch noch Freistoß. Freistoß aber für Bayreuth und nicht für Borussia Dortmund. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, warte. Schlotterbeck probiert es jetzt gerade. Peters, die Ecke kommt. Die Flanke fängt ab. Sehr gut gemacht. 23. Minute. Es ist noch nichts passiert, was Richtung Anzeigetafel geht. Fekir. Weiter Ball auf Molero. Oder Molero. Kenne ich jetzt tatsächlich nicht so, den Spieler. Emre Can. Wahrscheinlich irgendwo Spanier, Portugiese in die Richtung. Caballo. Ulrich. Der junge Stuttgarter. Na, Schotter. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja, der ist drin noch, der Ball. Novoa gegen Rico. Novoa. Und dann ist es. Eckloff. Den muss er früher schießen. Dann steht 1-0 hier. Die Ecke kommt. Schön zugemacht. Die Abwehr verhindert das Tor bei dieser Kopfballchance. Mhm. Ab ihn. Erstmal. Das könnte die Gelegenheit geben. Und es ist es. Sie vergeben diese Man hat ja die Chancen bisher. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Ecke kommt in die Mitte. Ah, den muss er besser klären. Ab ihn. Ehrliche Szene, da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ja, gut gemacht,
Diogo Dalot. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Ja, aber ist nichts passiert. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Spielt den Ball zum Gegner. Ach so, wegen Elfmeter, ja, wäre es für mich aber gewesen, ne? Weil Honoré angeschlagen ist. Sehe ich gerade, also sah ich gerade zumindest. Emre Can. Emre Can. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet dazu. Erste gute Chance für Borussia Dortmund durch Can. Sehr beweglich. Absoluter Rückhalt. Und jetzt ist es Schotter weg. Mann, der kriegt halt eine tatsächlich eine Chance. Heckloff ist es. Hier ist dieses Tor nochmal. Nicht nur wahr. Leider muss ich Heckloff jetzt rausnehmen vom Dings. Ja, da wird Kleefisch vorne reinrutschen. Als ein vorrutschen, oder? Ulrich. Ja, Ulrich vorne eins vorrutschen. Das ist natürlich der sinnvollste Weg, aber. Darf ich schon wieder einen Spieler setzen? Und dann stehst du auch noch mit 0-1 hinten, weißt du? Der Gegner hat eigentlich so die erste gute Chance. Und dann ist es drin. Aber das ist halt. Scheiße. Und das war die erste. Ja, Schotterbeck macht das einen guten Unterschied. Dortmund eigentlich nicht wirklich für die Stadt, Macht aber das Tor mit nach der Ecke. Und plötzlich steht's 0-1. Man muss die Konzentration ein bisschen hochhalten. Man muss halt schauen, dass man da die. Mit einem knappen Vorsprung startet der BVB nun in diese zweite Hälfte. Und ich würde schon sagen, so auch mit leichten Vorteilen. Naja. Meiner Meinung nach nicht wirklich. Ja! Ulrich! Tolle Aktion von Kobel. Vorteil Dortmund. Can. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Und dann ist der Ball doch weg. Erstmal zumindest. Zu unaufmerksam. Schönes Ding an Gudo, der zweimal, dreimal richtig drin mitgeht und drauf geht und dann plötzlich diese Situation hat. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Mann, der Kobel hat das Ding. Ein erstmal gelb für Peri. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da kommt die Ecke. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit. Abschluss. Mann! Das ist bitter, das ist schon wieder so ein Ding kurz vorm Ende. Hey, du kriegst es nicht gebacken, Mann. Du machst die Tore nicht und kriegst die Tore. Hast du wirklich die Chance auf das 1-1? Und dann macht's Fake hier. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Oh Mann, dann pfeifst du mir das Ding weg, oder warte? Abseits, unübersehbar. Müssen wir die Zeitlupe gar nicht abwarten, das war eindeutig. Alle. Dortmund verliert den Ball. Ben Kleefisch schon wieder vorbei. Das ist doch nicht wahr, Mann, ey. Ja, du kriegst halt nichts. Du machst die Tore halt nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht dran sind, dass wir keine Chancen haben. Pass kommt nicht an. Und Horn. Unglaublich, das war geh mir nicht mit dem scheiß Gewechsel auf den Sack. Ich will nicht wechseln. Dortmund wechselt. So, Ecke kommt.
Jetzt vielleicht der BVB. Thiago. Super Chance, aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Da bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Ja, ich befürchte, dass es das war. Er geht dazwischen war. Und verhindert so einen. Aber vielleicht. Nabil Fekir. Ambar Gomez. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. 9 Minuten sind hier noch. Ach Mann, ich wollte einen langen Ball spielen. Muss man zwei Spiele kurz auf den Gegner. Kein Problem. Ja, das war's, liebe Leute. Auch der zweite DFB im Pokalfinale geht verloren. Weil da halt die Chancen nicht nutzt, weil der Gegner 2 Chancen kriegt und die beide macht nach einer Ecke und dann einmal durchmarschiert. Da passt er auf. Und wir einfach gar nichts mehr auf, gerade auf die Ketten bekommen da hinten. Alea. Da passt auf. Morgala erstmal. Sebastian Alea. Er kann es machen. Ende Feierabend. Dortmund holt den DFB-Pokal. Wir sind schon wieder geschlagen im Finale. Führung ist deutlich, Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Und wieder ein DFB-Pokalfinale zu verlieren. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance. Und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Gefühlt machen sie einfach alles. Kriegen sie alle hin. Und jetzt gibt es Einwurf. Hereingabe jetzt. Ball ist beim Keeper. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Sie sind damit also der Sieger dieses Wettbewerbs. Toller Erfolg, schau dir diesen Jubel an, diese Begeisterung auf dem Rasen, auf der Tribüne. Was für Szene. Aber wir sollten auch die Verliererseite nicht vergessen. Auch da müssen wir sagen, Kompliment zu einem guten Spiel, zu einer guten Saison in diesem Wettbewerb. Die Niederlage, tut schon weh. Weil es halt einfach unnötig war. Wir hatten einfach die Chance und Dortmund macht quasi im Gegenzug das Tor. Wenn sie heute den Kürzeren gezogen haben. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach was sage ich, jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der. Und schon wieder dürfen wir dem Gegner beim Jubeln zusehen, ey. Jetzt ist es so. Das will nicht. DFB-Pokal ist nicht unsers. Herrlich. Zum zweiten Mal verlieren wir. Und das vor allem für Finale. Wieder ist es so ein unnötiges Ding, wie auch gegen Leverkusen. Deswegen tut diese Niederlage extremst weh. Sie ist vielleicht verdient, aber sie ist trotzdem bitter. So, jetzt geht's mit dem Teil in die Kurve zu den Treuesten der Treuen. Gefühlt haben die Dortmunder dreimal aufs Tor geschossen und alle waren so drin. Und wir haben sie halt leider nicht gemacht. Mehrmals alleine vom Keeper, 5 Meter, 6 Meter vom Tor, kriegen die Dinger nicht rein. Die sind immer da und für die ist das logischerweise, ja, Party. Es tut weh, es tut gerade extrem weh. Weihnachten, Ostern, alles. Boah, ist das bitter. Ich will gerade keine Interviews geben. Lass mich jetzt einfach gerade in Ruhe. Jetzt ist es bitter. Trotzdem endet eine gute Saison. Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt, wie sie jetzt zählt, ob sie jetzt sagt tatsächlich doch und sagen, ja, gib uns ja tatsächlich den nächsten Mal international oder ob wir dann einen dritten Anlauf starten müssen. Scheinbar ist es der Fall, dass wir es nicht dürfen. Ich gehe mal von aus. Boah, ist das bitter. Spieler verletzt 5 Tage. Gut, das ist sehr unwichtig gerade. Boah, ist das bitter gerade, ey. Das tut richtig weh. Was haben wir denn jetzt um den Mai? 30.06. Wir müssen jetzt so ein bisschen drin. Ja, warte, ich mach das jetzt anders. Ich stoppe jetzt mal die Simulation gerade. Ich gehe nämlich auf Kalender. Auf den Wochenterminplan, weil es ist, passiert jetzt nicht mehr.
scheißegal. Wichtig für uns. Ja, nach so vielen Siegen in Folge endet tatsächlich die Saison mit einer Niederlage. Und das tut's weh, weil es ein Pokalfinale war. Man könnte jetzt einfach sich sein und sagen, komm, ja, nee, ist egal. Ist nie, wir spielen es durch. Es tut halt trotzdem extrem weh. Es tut halt trotzdem extrem weh. So, kurz rotieren wir kurz rein in die neue Saison. Quasi den Vorlauf. Und dann beende ich hier die Folge. Und ab morgen geht es dann um 14 Uhr natürlich weiter mit dem Auftakt in die Fußball-Bundesliga. Und dann können wir mal gucken, was wir so noch an Spielern bekommen. Wir werden eine neue Barhalter Mannschaft sehen, die hoffentlich ein bisschen, ja, kommen mal der Polen wieder anzeigt. Nicht, dass die Weltmeister, Europameister geworden sind, ne? Ja, DFB Pokal Platz 2, Bundesliga, 2. Bundesliga haben tatsächlich noch den Titel geholt. Und wir enden hier Saison 2 und gehen, ja, wir dürfen weitermachen, natürlich, klar. Warum auch nicht, ne? Es ist ja nichts passiert. Es ist halt nichts, also nichts passiert, was uns den Job gefährden könnte. Sagen wir es mal so. Jo, das war's. Ne? Erstmal mit FIFA. Zumindest jetzt für die nächsten Tage zum Aufnehmen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, 12 Folgen gemacht. Das sind jetzt anderthalb Wochen Material. Ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft. In der nächsten Folge. Wie gesagt, geht es um die Bundesliga. Jetzt muss ich auch kurz warten, bis der hier fertig ist mit dem Laden. Nein, weißt du, ich breche jetzt hier ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Fakt. Um 14 Uhr morgen. Und dann geht es in die Bundesliga. Bis dann. Tschüss.